Okay, Anna Ibex fragt Folgendes. Wenn sie im Barfuß läuft oder in Barfußschuhen, dann fällt sie immer wieder mal auch in das Hackengangmuster zurück. Und auch ihre Kinder, die eben oft in Barfußschuhen unterwegs sind, setzen nicht automatisch einen Ballengang auf. Und ist aber tatsächlich so, dass wenn sie im Gelände unterwegs sind und in Barfußschuhen und nicht in Wanderstiefeln, dass sie den Vorfußgang machen. Ja, dazu ist Folgendes zu sagen. Du sprichst jetzt davon, dass du 1,5 Jahre im Prinzip wieder Vorfuß läufst. Das kommt einem natürlich wahnsinnig lange vor. Es ist aber tatsächlich sehr kurz, wenn du überlegst, wie viele Jahre, Jahrzehnte du ein anderes Muster gemacht hast. Und dieses Bewegungsmuster, was du gemacht hast in falschen Schuhen, ist tatsächlich unterbewusst in dein System ja, als unbewusstes Muster integriert. Du musst dir vorstellen, normalerweise, wenn du gehst, dann hast du immer ja, über deine Ferse den Input, das tut weh, das ist nicht gut. Und wenn du vorne gehst, dann ist es okay. Das heißt, das nervliche Feedback von deinem Fuß und deinem Gehirn ist Aua und okay. Ja, wenn du lange Zeit in Schuhen gegangen bist, dann dreht sich dieses Feedback komplett um. Das heißt, vorne ist es zu eng, es ist eher Aua, wenn du mit dem Vorfuß gehst. Und hinten ist es halt gedämpft und gepolstert und dann ist es okay. Das heißt, das Feedback an dein Gehirn wird komplett umgedreht. Und wenn du jetzt Hunderttausende von Schritten mit diesem anderen Feedback-Mechanismus gehst, dann ist das sozusagen sehr stark hardwired. Das heißt, wann immer du in einer stressigen Situation bist oder in einer Situation, wo du nicht bewusst Aufmerksamkeit darauf lenken kannst, wirst du erstmal immer wieder in dein altes Muster zurückfallen. Ist das schlimm? Nein, es ist halt ein Lernprozess. Jetzt deine Frage, ist es denn dann sozusagen schlecht, barfuß zu laufen oder in Barfußschuhen, wenn man über die Ferse läuft? Naja, ganz extrem genommen, ja, weil es gibt natürlich viele Menschen, die barfuß laufen, ja, also Barfußgänger sind zum Teil, aber eben über die Ferse gehen. Und diese Menschen haben entweder oft eine sehr starke Hornhautentwicklung an der Ferse oder aber oft so Probleme eben wie Fersensporn und sowas, weil sie eben den Fuß nicht benutzen, wie es gedacht ist. Also grundsätzlich, und das gilt auch für Barfußschuhe, solltest du natürlich schon in so einem Muster dann deinen Fuß benutzen, wie er gedacht ist, denn sonst kommt diese alte Mär von vielen Podologen und Physiotherapeuten zum Thema, naja, du brauchst eine gepolsterte Ferse, weil der Mensch für weichen Waldboden gemacht ist, was natürlich Quatsch ist, weil selbst auf dem weichen Waldboden hast du Stöckchen, Ästchen und Steinchen und wirst da niemals über deine Ferse abrollen. Plus einfach der Fakt, dass unser Bewegungsapparat sich in Afrika entwickelt hat auf trockenem Savannenboden, der sehr hart ist, wo es eben auch kein weiches Einsinken gibt, sondern einen harten Boden. Das heißt, wir sind für Vorfußgehen ja gemacht. Aber wenn du das verlernt hast und gehst auf harten Boden über die Ferse, ist das erstmal ein Problem. Was kannst du machen? Viel üben, spielen, 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 spielen. Betrachte das Ballengehen nicht so sehr als alltägliches Muster sofort, sondern übe erstmal ein bisschen mehr, sodass dein Körper sich daran gewöhnt. Oftmals ist es auch so, dass vielleicht deine Struktur dich behindert. Das heißt, vielleicht bist du in der Front relativ kurz und dadurch kippt dein Becken mit der unteren Seite nach vorne und das macht dann wieder tatsächlich eher einen Fersengang, ja, was auch wieder ein Stressmuster ist und so weiter und so fort. Also grundsätzlich 1,5 Jahre, wenn du das schon machst, super Sache, richtig gut, aber ich glaube noch lange nicht, dass du damit fertig bist. Ich mache das Ganze seit über 10 Jahren und wenn ich zurückblicke, sagen wir mal, wie ich das vor 5 Jahren gemacht habe, muss ich immer noch lachen. Also es ist ein Prozess, du wirst zwischendurch immer mal noch auf der Ferse landen, ganz besonders, wenn du schwere Dinge trägst und die vor deinem Körper trägst, ja, oder wenn du zu sehr belastet bist mit Einkaufstüten, keine Rotation reinbringen kannst in den Körper, weil dann bewegt sich dein Becken weniger. Das wird immer wieder zum Fersengang führen. Wenn es temporär und kurzzeitig ist, kein Problem, ist nicht schlimm. Aber wenn du lange Strecken in Barfußschuhen über die Ferse gehst oder barfuß über die Ferse, kriegst du natürlich dieselben Probleme, wie extreme Fersengänger sie halt dann so kriegen.